Ja, Adam alaihissalam. Schäfer hat erzählt, dass als Adam alaihissalams Körper geschaffen wurde im Paradies, was Allah ihn gemacht hat, und die Seele noch nicht reingehaucht war, kam Shaitan. Und Shaitan wusste, Shaitan war der größte Alim unter den, er war ein Djinn. Djinn gab es schon vor den Menschen. Und er war der größte Alim von allen Geschöpfen. Er hat sogar die Engel unterrichtet. Und er wusste, dass Adam kommen wird und dass er ihm übergestellt wird. Aber er hatte keine Weisheit, er wusste nicht warum. Und es wollte er herausfinden, hat er sich den Körper, den Tonkörper angesehen, ist reingeschlüpft und überall rumgeschaut und wieder rausgekommen und sagt, verstehe nicht, warum, was da Besonderes dran sein soll, warum soll der mir überstellt sein, warum soll der besser sein als ich? Und hat drauf gespuckt auf den Körper. Und der Hund war in der Nähe, auch dort, und hat es gesehen. Und es hat ihn geärgert, den Hund, und hat der Hund ihn weggetrieben, hat Shaitan angebellt und ihn weggejagt. Und ist hingegangen zu Adam und hat die Spucke von Shaitan weggeleckt und verschluckt. Und deswegen hatte Adam alaihissalam auch einen Nabel, obwohl er keine Mutter hatte, hat er auch einen Nabel. Diese Stelle, wo der Hund ein Stück von dem Lehm weggeschleckt hat und verschluckt hat. Und Shaitan sagt, deswegen haben Hunde Eigenschaften von Aulias. Ein Hund hat 15 verschiedene gute Eigenschaften. Wenn die ein Mensch hat, dann ist er ein Heiliger. Und weil aber auch die Spucke von Shaitan da drin war, ist er unrein. Deswegen sind Hunde unrein. Die haben was vom Menschen und was von Shaitan in sich. Deswegen muss man waschen, wenn die jemanden lecken. Ne? Ja, ja. Weil die Flüssigkeit vom Hund ist. Und das Fell nicht, aber außen, wenn sie trocken sind, sind sie äußerlich nicht unrein, aber das der Spucke und Exkremente sind unrein. Aber sie haben Eigenschaften von Menschen, von Aulias. Das Schäfer hat die aufgezählt, ich weiß aber nicht mehr alle. Sagt, eine davon ist, dass er nur von seinem Herrn ist, von niemand anders, dass er auf niemand anders hört als auf seinen Herrn. Und wenn sein das Herrchen von dem Hund, selbst wenn er ihn schlägt und wegjagt, läuft er weg und wartet in Sicherheitsabstand. Aber sobald er in den Ruf kommt, er sofort wieder. Und wenn er es den ganzen Tag macht, immer wieder trotzdem, er wird nie weglaufen. Ist total loyal seinem Herrn gegenüber. Schäfer sagt, wenn wir diese Eigenschaft hätten mit Allah, dann ja, wären wir Aulia. Wir sind sofort sauer, wenn irgendwas schief geht und kommen nie wieder. Sag, ich komme nie wieder. Ich bete nie wieder. Ja, was noch? Waren noch viel einige andere Eigenschaften, ich fange jetzt nicht mehr ein. Adam alaihissalam. Ja. Und dann hat Shaitan hat nicht, er gibt nicht auf. Shaitan ist dann zu den Pferden, hat sie gesehen, das ist eine Herde Pferde, ist zu den Pferden hin und hat gesagt, hört mal auf mich, hört mal zu. Da vorne, da liegt so ein Körper. Wenn der zum Leben erweckt wird, der wird euch euer Leben lang quälen. Der wird auf euch rumreiten, euch zum Arbeiten zwingen. Am besten macht ihr den schnell kaputt, bevor er zum Leben erweckt wird. Und die Pferde, dann hat er sie angetrieben und sind auf den Körper zu galoppiert. Und der Hund hat sie aber verscheucht, hat sie nicht hingelassen. Hat sie angebellt und sind alle vorbeigelaufen. Shaitan hat überlegt, wie mache ich das nur? Dann hat er die Tabakspflanze gesehen. Jetzt weiß ich. Hat sich umgedreht und hat auf die Tabakspflanze gepinkelt. Gesagt, damit kriege ich ihn. Tabak. Mit Rauchen. Kommt er in alle rein. Das ist schön gesagt, das Shaitan hat da drauf gepinkelt. Deswegen ist Rauchen so schmutzig. Und macht die Raucher alle unglücklich. Versuchen immer glücklich zu werden mit jeder Zigarette. Jetzt die nächste macht mich glücklich. Na, noch eine. Und es geht nicht. Wird immer schlimmer.
bis alles Geld weg ist. Schön, wenn es Art und Weise Sachen zu erklären. Fantastisch. Damit kriege ich ihn, hat er gesagt. Na, dann kam Adam Alayhissalam auf die Erde runter, gelandet in Sri Lanka. Der wollte nicht runter auf die Erde, er ist erstmal auf einem Bein stehen geblieben. Das zweite Bein wollte er gar nicht auf die Erde runter tun. Er ist 300 Jahre auf dem einen Bein gestanden und hat geweint. Taube gemacht. Istighfar 300 Jahre lang, bis Allah ihm verziehen hat und ihm Offenbarung gegeben hat. Und dann hat er das zweite Bein auch runter. Die ganzen Tränen von ihm sind in Edelsteine verwandelt worden. Ganz Sri Lanka, überall wo sie rumgraben in der Erde, finden sie Steine. Alle verschiedenen. Woanders auf der Welt gibt es immer entweder eine Mine voll mit Rubine oder eine Mine voll mit irgendeiner Art von Steinen oder zwei oder drei verschiedene. Aber in Sri Lanka sind sie ganz gemischt. Alle, von allen Arten von Steinen gibt es dort gemischt. Überall, wo man gräbt. Seine Tränen. Ja, und dann hat er sein zweites Bein auf die Erde gestellt. Den Fußabdruck gibt es auf dem Berg. Da gibt es einen Berg, der heißt Adam's Peak in Sri Lanka. Das ist ein riesengroßer Fußabdruck, der ist 6 Meter lang. Und haben sich inzwischen die Buddhisten unter den Nagel gerissen und behaupten, es wäre ein Fußabdruck von Buddha. Buddha war nicht so groß. Buddha war ein normaler Prinz gewesen. Ja, Adam alayhis salam. Dann ist er rumgelaufen auf Erde und hat nach Hawa gesucht, nach Eva, nach seiner Frau. Schaut, ob die auch da ist. Er wusste nicht, ob die auch verstoßen wurde oder nicht. Er hat gesucht nachher auf der ganzen Erde. Und Schäfen sagt, überall, wo er hingekommen ist, wo er stehen geblieben ist, da sind Städte jetzt gegründet worden auf den Plätzen. Und sonst überall, wo seine Schritte, wo er hingekommen ist, das sind kleine Siedlungen, Dörfer, kleine Städtchen auf der Welt verteilt. Und wo er längere Zeit geblieben ist, da sind größere Städte entstanden. Bis er irgendwann in Jeddah, nee, Hawa ist in Jeddah gelandet und ist nicht rumgelaufen, der hat gewartet auf Adam. Wann kommt er endlich? Hat 300 Jahre lang gewartet auf ihn, ganz geduldig. Da war aber niemand. Irgendwann war sie auch zu bunt und hat sie auch angefangen zu suchen. Und dann haben sie sich in Arafat, auf dem Berg Arafat, haben sie sich getroffen. Aber so weit ist sie nicht gegangen. Von Jeddah bis Arafat. Nicht so weit, ne? Ja. Arafat haben sie sich getroffen und dann ist ihnen Jabal Rahmat, heißt er. Hm? Der Berg, das Segensberg, Rahmat, weil da ist Rahmat gekommen, als sie sich gefunden haben, die beiden. Ja, Alhamdulillah. Da waren wir, Oregada. Bis dahin. Da fing die Geschichte dann richtig an, als sie sich gefunden haben. Fing unsere Geschichte an. Geschichte von Mord und Totschlag. Mit Kain und Abel in Damaskus. Damaskus ist eine Höhle auf dem Berg Kassion, Jabal Kassion. Das ist eine Höhle und in dieser Höhle ist ein Abdruck, ein großer, man kann sehen, es ist wie eine Hand, ein großer Handabdruck. Das heißt, dass dort an dieser Stelle Kabil, Kain, sein Bruder Habil ermordet hat. Und der Felsen, der Berg wollte auf ihn runterstürzen und Jibril ist gekommen und hat ihn aufgehalten. Hat den Auftrag bekommen, den Berg aufzuhalten, damit die Generationen weitergehen. Und dann kann man sehen, diesen Abdruck, den Handabdruck von Jibril und es tropft, von dem Berg tropft immer noch Wasser runter, Tränen. Ja, Jabal Kassion. In Arba'in ist das.
Arain. Und darüber ist eine Moschee gebaut worden, da treffen sich jede Nacht die 40 Abdal von Damaskus, 40 Heiligen, Körkler. Schäfer sagt immer, 33 von diesen 40 sind männliche Aulias und 7 Frauen. Haji Anne war eine von denen gewesen auch. Von den Abdal. Die Wahhabis würden jetzt sagen, das dürfen sie nicht. Hm? Die Wahhabis würden jetzt sagen, das dürfen sie nicht. Mhm. Wahhabis? Ja, Wahhabis. Männer und Frauen. Ja, kürzlich ist eine Untersuchung gemacht worden von verschiedenen Gehirnen. Kennst du schon, oder? Ja. Das ist die schönste Geschichte. Ja? Nicht? Erst haben sie ein Gehirn von einem Deutschen aufgemacht. Alles ganz rechteckig, quadratisch angeordnet, ganz perfekt alles. Dann haben sie das Gehirn von einem Amerikaner aufgemacht. Es war ein riesen Durcheinander, unglaublich viel Information, aber alles ganz durcheinander und chaotisch. Und dann haben sie einen Wahhabi-Kopf aufgemacht. Und das haben wir gesehen. Ist leer, aber war nichts drin, nur ein ganz feiner, schillernder Faden, ganz wunderschön schillernder Faden, quer durch. Den Wissenschaftler sagen, das haben wir noch nie gesehen, was ist das? Das muss eine ganz neue Art von Gehirn sein, eine ganz fortgeschrittene Technologie. Müssen wir untersuchen und das Mikroskop legen und uns genau anschauen. Dann haben sie, ja, dann müssen wir es rausnehmen, um das Mikroskop zu legen, müssen wir es erstmal rausnehmen. Dann haben sie auf einer Seite ganz vorsichtig durchgeschnitten, sind die Ohren auf den Boden gefallen. Und unter dem Mikroskop war nichts zu sehen. Es war nur, um die Ohren zusammenzuhalten. Hohle Köpfe. Hohlräume machen viel Lärm. Das sieht man an Trommeln. Man muss ein bisschen dran klopfen, jetzt ganz laut. Wir werden auch ganz schnell ganz sauer, wenn man ein bisschen dran klopft, solche Sachen sagt, das mögen sie gar nicht. Da wird die Luft im Kopf heiß. Ja, Alhamdulillah. Die 40 Heiligen treffen sich dort? Die treffen sich dort, jede Nacht. Ja. Und, was machen die? Nur auch so? Gibt es 40 Gebetsnischen dort. Hm. Beten dort, machen wir Tajud-Gebet wahrscheinlich und bekommen ihre Aufträge für den nächsten Tag. Ich weiß nicht, was sie da machen, keine Ahnung. Das heißt, dass die Welt von den Aulias regiert wird, in Wirklichkeit. Dass die Fäden in der Hand haben. Wir hier unten sind nur Augsburger Puppenkiste oder Muppets Show. Die Fäden hat ganz jemand anders in der Hand.